Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder ein Video für euch dabei. Und zwar wollen wir heute, ich bin schon passend angezogen dafür, wir wollen heute kleine Teenage Mutant Ninja Turtles machen, und zwar diese hier. Wir fangen damit an, indem ihr euch erstmal eine kleine Schildkröte häkelt. Dafür habe ich schon mal ein Video gedreht, das verlinke ich einfach hier und in der Infobox. Und ja, so soll die zuerst aussehen, die häkelt ihr erst einmal. Allerdings ganz wichtig, die Augen lasst ihr erstmal weg, die kommen später dran. Und beispielhaft werde ich euch einfach zeigen, wie ihr euch dann diesen kleinen Michelangelo macht und alle anderen Ninja Turtles, die passt ihr einfach von der Farbe an. Also dann viel Spaß bei dem Video. Dafür braucht ihr zu guter Erst natürlich einmal die bereits fertig gehäkelte Schildkröte, ohne Augen versteht sich. Denn für die Augen braucht ihr noch zwei einzelne kleine schwarze Perlen. Ein Stück brauner Filz, orangefarbener Filz, natürlich nur, weil ich mich jetzt für Michelangelo entschieden habe. Wenn ihr einen von den anderen Turtles machen wollt, dann nehmt jeweils die entsprechende Farbe. Ein Wollfaden, in diesem Fall natürlich auch in Orange. Eine große dicke Nadel. Und zu guter Letzt eine Heißklebepistole. So, als erstes brauchen wir einen kleinen schmalen Streifen von dem braunen Filz. Dieser wird dann hier oben einmal schräg drüber gelegt. So, der müsste noch zu breit sein. Ja, der kann noch viel kleiner werden. So, es ist auch einfacher, wenn ihr den ein bisschen schräg schneidet an den Seiten. So, wir testen nochmal. Ja, kommt so in etwa hin. Ich hoffe, ihr erkennt das gut. So. Und danach da unten. Den legen wir erstmal beiseite. Wir kleben nachher am Ende alles zusammen auf. So, dann ist jetzt der orangefarbene Filz dran. Davon brauchen wir insgesamt 5 Stücke. Ein etwas längeres, was wir hier vorne als Augenbinde drumlegen können, und 2 sehr schmale Streifen jeweils für die kleinen Füßchen. So, wir schneiden hinten auch hier wieder schräg und dann probieren wir mal. Der ist auf jeden Fall erstmal noch zu lang. Hops, na, er wehrt sich, er wehrt sich. So. Oh, er ist gar nicht so viel zu lang, muss ich sagen. Das geht eigentlich. Wir kürzen den noch und machen den noch ein bisschen schmaler und schneiden noch die andere Ecke hinten auch schräg ein, aber in die andere Richtung, damit man es sieht. Momentan geht es so bei dem anderen. Das können wir gleich machen. So. Hops. Dann fällt es schöner. Aber jetzt schneiden wir das erstmal noch ein bisschen schmaler. Das kann weg, das brauchen wir erstmal nicht. Hops, wir probieren nochmal. So, passt auf jeden Fall. Das bleibt schon mal so. Und so einen kleinen Rest habe ich jetzt schon übrig. Der reicht auch von der Dicke vollkommen aus. Wir messen einfach mal ab. Der wird hier drum gelegt. So. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Das kann man nachher immer noch anpassen. Hups, da fehlt schon was. So, die Länge brauche ich. Noch 3 weitere Male. 2, 3, 4. Und dann geht es auch schon weiter mit der Augenbinde. Alles andere packen wir erstmal kurz beiseite. Auf die Augenbinde wollen wir jetzt unsere beiden kleinen schwarzen Perlen als Augen aufnähen. Damit wir aber die richtige Position erwischen, nehme ich mir nochmal die kleine Schildkröte zur Hilfe. Hops, die Augen lege ich nochmal beiseite. Und jetzt wird noch einmal anprobiert. So, passt auf, dass ihr es dafür auch gerade anlegt. Und dass es hinten richtig zusammen geht. So. Okay, und jetzt guckt ihr einfach, wo eure Augen sitzen wollen, je nachdem, ob sie weiter vorne sitzen sollen oder weiter am Rand. Meine sollen ein bisschen weiter außen sitzen, so etwa hier. Ich merke mir das jetzt, ich halte meinen Finger drauf an die Stelle.
So, und dann nehme ich jetzt die Nadel schon mit dem orangenen Faden und steche jetzt schon mal dahinter, damit ich weiß. So, hier kommt das Auge hin, die Schildkröte packe ich wieder beiseite. So, da soll mein Auge hin. Ziehe ich das durch. So, und ich fädle dann das erste Auge auf. Und ich steche kurz daneben ein, damit es auch schön fest sitzt. So, das erste Auge ist dran. Damit das zweite jetzt auch direkt parallel sitzt, klappe ich das aufeinander. So, und jetzt kann ich gucken. Mein zweites Auge muss direkt gegenüber liegen, also dort. Ich steche nochmal hier unten ein. So, achtet jetzt aber drauf, dass ihr auf der gleichen Höhe seid, nicht dass eure Schildkröte dann anfängt zu schielen. Es sei denn, ihr wollt eine kleine schielende Schildkröte, dann ist das natürlich durchaus legitim. So, hops, wie gesagt, möglichst auf der gleichen Höhe. Ein bisschen tiefer, glaube ich, kann ich noch, aber minimal. So. Sollte passen in etwa. Ziehe ich das hier wieder durch. Ups. Und fädle auch das zweite Auge auf. So, und auch hier steche ich wieder kurz daneben ein. So, okay. Jetzt passt auf, dass ihr das nicht zu fest zieht, nicht, dass das schon komplett zusammen ist. Aber ihr könnt es ruhig ein bisschen enger ziehen, dass es sich schon leicht wölbt. Denn der Kopf der Schildkröte muss ja eh dagegen. Und der ist ja auch nicht glatt, sondern rund vorne. So, hinten verknoten wir das einfach und schneiden es dann ab. So. Hops, und die kleine Augenbinde ist fertig. Dann sind wir jetzt eigentlich schon so weit, dass unsere Heißklebepistole zum Einsatz kommt. Wir fangen als erstes auch wieder an mit der kleinen Augenbinde. Ich drehe die rum und mache hinten so ein bisschen Heißkleber drauf. Oh, war schon ganz schön viel. So. Und das nehmen wir jetzt. Und kleben das hier dran. Ah, okay, klebt euch nicht an, Leute. Ich kann es immer nur wieder sagen, klebt euch nicht an. Es tut weh und es ist einfach super unschön. Ich habe ein bisschen viel Kleber genommen, sehe ich gerade. Nehmt nicht so viel wie ich, ganz ehrlich. Und die überstehenden Reste könnt ihr aber mit einer Nagelschere ziemlich gut rausschneiden am Ende. So, ich nehme noch mal kurz meine Nadel zur Hilfe. Kann ich hier noch was reinschieben? Hops, okay. So, und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist das nach hinten noch offen. Ich habe nicht ringsherum Heißkleber geklebt, weil ich das hinten zunähen werde. So, sieht ein bisschen schöner aus. Hops. Stechen jetzt einmal von innen ein, damit man den Knoten nicht sieht. Wir nähen nur zweimal hin und her an der Stelle. Sollte reichen. Hops, und den Faden zieht ihr jetzt am besten einfach irgendwo nach innen, so dass man den nicht sieht. So. Und als nächstes kleben wir einfach jetzt den Streifen auf dem Rücken fest, sein im Kampfgürtel. Wieder ein bisschen Heißkleber drauf. Auch hier wieder vorsichtig. Nehmt nicht zu viel. Wieder reingefasst. Heute ist nicht so sehr mein Tag, merke ich gerade, was Heißkleber angeht. So, jetzt klebt ihr einmal quer rüber. Unten andrücken, drüber ziehen und nach vorne und wieder andrücken. Restlichen Klebefaden einfach abziehen. Wenn ihr merkt, es passt noch nicht ganz,
weil es doch zu lang ist, dann klebt es nicht bis ganz am Ende auf, sondern so, dass ihr das überstehende Stück Filz ganz einfach noch abschneiden könnt. Und nun zu guter Letzt folgen die kleinen Bänder, die kommen hier um die Füßchen herum. Jetzt passt aber bitte wirklich auf mit der Heißklebe. Ich versuche es diesmal auch, denn die sind noch ein bisschen dünner und das wird jetzt noch ein bisschen schwieriger mit Aufkleben. Nehmt wirklich nicht zu viel. Im Notfall nehmt nochmal nach, ja? Weil der Filz sehr, sehr dünn ist, wird er sich jetzt auch ein bisschen ziehen. Also ihr werdet noch ein bisschen abschneiden müssen. So. Ein bisschen Heißkleber brauche ich noch. Klebefaden könnt ihr wieder abziehen einfach. Ups. Und jetzt stutzen wir das noch, damit das auch die richtige Länge hat. So. Und das Ganze macht ihr jetzt bei den anderen drei Pfötchen, bei den anderen drei Füßchen auch noch. Ich bin total gespannt, wer ist eigentlich euer liebster Ninja Turtle? Verratet mir das mal. Also meiner, wie gesagt, definitiv Michelangelo, weil ich fand den super lustig. Der war halt immer so mega verfressen und der stand einfach tierisch auf Pizza. Deswegen dachte ich eigentlich früher immer, jeder würde Michelangelo am liebsten mögen. Und ich war mal total verwirrt, wenn jemand irgendeinen anderen gesagt hat und ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Also daher, ihr wisst, welchen Namen ihr jetzt unten drunter schreiben müsst. Nee, seid ruhig, ganz ehrlich, schreibt mir einfach mal. Ich bin echt gespannt, wen ihr am besten findet. Aber bitte, bitte seid echt vorsichtig mit der Heißklebepistole. Das tut viel mehr weh, als ihr euch denken könnt. Und wenn ihr noch nicht so oft mit einer Heißklebepistole gearbeitet habt, dann seid bitte umso vorsichtiger. Es ist echt super schlimm, weil wenn das auf eure Hand kommt, das geht einfach nicht so schnell ab wie andere Sachen, die drauf kommen. Also auf eine Herdplatte fassen ist nichts dagegen. So, yay! So, und damit euer kleiner Michelangelo perfekt aussieht, könnt ihr jetzt eventuelle übrig stehende Klebereste mit einer Nagelschere auch noch ganz leicht rausschneiden. Aber passt auf, dass ihr nicht in die Wolle schneidet, sonst trudelt die sich auf und das war's mit eurem Ninja Turtle. Also die beste Methode, arbeitet mit der Heißklebe einfach etwas gründlicher, vorsichtiger und sauberer als ich. So. So schwer ist es nicht. Ich war heute aufgeregt. Immerhin seid ihr dabei, ne? Und fertig ist euer kleiner Teenage Mutant Ninja Turtle. So sieht er aus. Ups. Und insofern ihr gut und sauber gearbeitet habt, kann der auch prima stehen. Aber natürlich möchte Michelangelo nicht alleine bleiben. Und so kommen Raphael und Leonardo und Donatello natürlich auch mit dazu. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. So, und fertig sind sie auch schon, eure kleinen Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich hoffe, eure Kampfschildkröten gefallen euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder noch irgendwelche Unklarheiten bestehen, dann schreibt mir doch einfach, ich antworte euch da sehr gerne drauf. Also dann, ab jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen und ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo da lasst und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!